Corona hält uns weiter in Atem. Der Lockdown wurde verlängert und auch nochmals verschärft. Das stellt viele Fragen für Arbeitnehmer, aber auch für Arbeitgeber, die in der täglichen Praxis nun auftauchen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers Rechtsanwälte aus Köln. Sollte dir dieses Video gefallen, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt. Dann sehen wir uns häufiger wieder. Ich wohne in einem Corona-Hotspot. Mein Arbeitsort ist mehr als 15 Kilometer entfernt und ich kann nicht von zu Hause aus arbeiten. Darf ich zur Arbeit? Also grundsätzlich gilt ja diese 15 Kilometer Radius, diese Reisebeschränkung, wenn man in einem Wohnort lebt mit einem Inzidenzwert von mehr als 200. Ausnahme sind hier allerdings triftige Gründe und es ist davon auszugehen, dass die Fahrt zum Arbeitsplatz ein solcher wichtiger Grund ist. Also ja, man darf zum Arbeitsplatz verreisen. Kann mein Chef darauf bestehen, dass ich in unser Büro komme, obwohl ich in einem Corona-Hotspot wohne und im Homeoffice arbeiten kann? Also grundsätzlich hat der Arbeitgeber ein Weisungsrecht, den Arbeitsort festzulegen. Also grundsätzlich kann der Arbeitgeber von dem Angestellten verlangen, dass er ins Büro kommt. Momentan wäre es natürlich willkürlich, wenn der Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern verlangt, wenn diese auch problemlos und ohne in irgendeiner Form Umsatzverluste oder Reibungsverluste zu erzeugen, im Homeoffice arbeiten könnten, wenn diese in die Betriebe geholt werden würden. Also der Arbeitgeber braucht da schon einen triftigen Grund, um jemanden ins Büro zu holen. Kann ich wegen der hohen Infektionszahlen einfach im Homeoffice arbeiten? Nein, Homeoffice ist kein Recht des Arbeitnehmers, sondern es ist ein Weisungsrecht des Arbeitgebers. Wer sich also weigert, dem droht Abmahnung und Kündigung. Die Kita oder Schule meines Kindes ist dicht. Wie lange darf ich zu Hause bleiben? In diesem Jahr ist es so, dass jedes Elternteil 10 zusätzliche Tage Kinderkrankengeld erhalten und für Alleinerziehende gelten 20 extra Tage. Der Anspruch gilt nicht nur dann, wenn das Kind krank ist, sondern eben auch, wenn Eltern ihre Kinder aufgrund von Corona zu Hause betreuen müssen. Dieses Kinderkrankengeld beträgt laut Sozialgesetzbuch dann 70% des Bruttoverdienstes, ist gedeckelt oben auf 90% des Nettoverdienstes. Um das zu beziehen, müssen die Versicherten Krankenschein abgeben. Das gilt allerdings nur für gesetzlich Versicherte, nicht für Privatversicherte. Habe ich zusätzlich für die Kinderbetreuung ein Recht auf Sonderurlaub? Ja, auch da gibt es eine Urlaubssonderregelung, die bis zum 31. März 2021 zunächst gilt. Also Voraussetzung ist, dass Schule oder Kita auf behördliche Anordnung geschlossen ist. Das Kind muss jünger als 12 Jahre sein oder eben aufgrund von einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sein. Und Vater oder Mutter müssen das Kind selbst beaufsichtigen, weil es keine zumutbare Alternative gibt. Und Folge müsste der Verdienstausfall sein. Wenn diese Bedingungen alle erfüllt sind, dann ergibt sich aus dem Infektionsschutzgesetz ein sogenannter Entschädigungsanspruch von 67% des Nettogehaltes, maximal jedoch 2016 Euro im Monat. Jedes Elternteil hat 10 Wochen im Jahr Anspruch darauf, Alleinerziehende 20 Wochen. Es ist noch nicht entschieden, aber die Bundesregierung hat da wohl die Absicht, Eltern diesen Sonderurlaub auch dann schon zu ermöglichen, wenn die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben wurde. Aber das ist noch nicht entschieden. Können Chefs verlangen, dass Mitarbeiter erst einmal ihren regulären Urlaub zur Kinderbetreuung aufbrauchen? Chefs können nicht verlangen, dass gleich zu Jahresbeginn der volle Urlaub genommen wird, aber man kann schon darüber sprechen, dass zu Jahresbeginn zunächst einmal Urlaub genommen wird, bevor irgendwelche Sonderregelungen eintreten, aber sicherlich nicht der gesamte Jahresurlaub. Darf ich mein Kind betreuen, obwohl ich im Homeoffice arbeite? Ja, das ist auch so ein berühmtes Missverständnis. Also Homeoffice ist Arbeitszeit. Das heißt, wenn ich während der Arbeitszeit besteht die Pflicht, dass ich konzentriert meine Arbeitsleistung erbringe. Wer quasi das Kind neben dem Schreibtisch sitzen hat und das vielleicht noch klein ist und betreuungsintensiv ist, der kann, das gilt nicht als Arbeitszeit. Also muss man ganz klar differenzieren. Natürlich im Homeoffice
kann man nicht 8 Stunden am Stück konzentriert arbeiten und sein Kind quasi außen vor lassen. Aber man muss am Ende des Tages genau seine Arbeitszeit erbracht haben und auch die Stunden erbracht haben. Nur so ist Homeoffice möglich. Darf ich noch mit meinen Kollegen in der Kantine essen gehen? Nee, mittlerweile nicht mehr. Die Betriebskantinen sind ganz geschlossen und die Büros müssten auch mit Küchensozialräumen strenger reagieren, denn eigentlich müssten Vorkehrungen getroffen werden, dass sich nur noch Mitarbeiter aus maximal 2 Haushalten in Küchen aufhalten und gemeinsam essen. Also auch das ist jetzt strenger geregelt. Wird der Lohn auch weitergezahlt, wenn ich in Quarantäne muss? Also wenn ich im Homeoffice arbeite, dann bekomme ich volles Gehalt, weil ich ja ganz normal arbeite. Dann gibt es für diejenigen, die auf die Arbeit im Betrieb angewiesen sind, die haben zwar keinen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Lohn, allerdings muss der Arbeitgeber den Betroffenen nach dem Infektionsschutzgesetz 6 Wochen lang eine Entschädigung bezahlen in Höhe des Verdienstausfalls. Also die Mitarbeiter bekommen arbeitsrechtlich kein Gehalt, sondern eine Entschädigung und der Arbeitgeber kann sich dieses Geld dann beim Gesundheitsamt wieder zurückholen. Kann der Arbeitgeber eine Impfung anordnen? Ganz klares Nein. Also es gibt keine gesetzliche Impfpflicht. Das wird so nach der aktuellen Gesetzeslage nicht funktionieren. Ich hoffe, wir konnten viele Fragen aus der Praxis mit diesem Video beantworten. Schau häufiger mal bei uns auf den Channel rein. Da beschäftigen wir uns mit diesen praxiserprobten und alltäglich aufkehrenden Fragen immer wieder. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.